Ja, wurde richtig erkannt, heute das Thema Whiteboard. Wir machen aus einer ganz normalen Wandoberfläche eine beschreibbare Oberfläche. Ist ein richtig cooles Zeug, 1K Material von Jaeger, das testen wir heute. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns loslegen. Ja, Freunde, so sieht die ganze Geschichte aus. Wir gehen jetzt richtig an die Wand. Ach, ich bin schon richtig gespannt. Also wir haben jetzt hier eine Rigipswand, die ist einfach nur gestrichen, glatt gespachtelt. Und da will ich jetzt mal drauf gehen. Und auch für mich ganz wichtig, wie sieht es denn aus mit der Arbeitshöhe? Weil es bringt mir ja auch nichts, wenn ich jetzt hier hingehe und mich runter vom Feinsten, wo ich eh nicht hinkomme, ne, mit dem Schreiben. Sondern es muss ja auch alles ein bisschen passen. Was gehen wir denn mal hier? 1,10 Meter? Ich denke mal, das nehmen wir. Und von der Breite, also machen wir 1,10 Meter in der Höhe, Breite. Nehmen wir hier ein rundes Ding. 1,40 Meter, das ist breit genug, ganz ehrlich. Weil vom Prinzip ist es egal, es kann auch 1,39 sein oder so, es juckt eh niemanden. Nehme ich mir meine Wasserwaage. Mach die Bleistiftstriche wirklich dünn drauf. Falls man sich vermalt, dann kann man die noch wegradieren. Und wenn die zu dick sind, dann ist das schon wieder ein bisschen ätzend, ne? Ah, herrlich. So muss das sein. Hier, guck mal, wie schön. So, dann schauen wir uns mal die Breite an. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier 1,40 Meter. Ich denke, das ist eine gute Geschichte. Da hat man viel Platz zum Schreiben. Guck mal, von hier. Also das ist genug. Es gibt ja immer dieses Phänomen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und deswegen ist es auch manchmal hilfreich, wenn man noch mal eine zweite Person fragt. Kannst du mal bitte drauf gucken, fällt dir da irgendwas Komisches auf? Süßes, kannst du mal bitte gucken, kannst du dich mal da hinten hinstellen und mir sagen, ob das gerade ist. Also ich denke, es ist gerade, für mich sieht es gerade aus. Auch 44. Ja, ne? Sieht echt gerade aus. Ich denke, so kann man es lassen, ne? Ja, mega. Und wenn man sich eine zweite Meinung eingeholt hat, dann kann man schon direkt ans Abkleben gehen. Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr euch hier so ein Kästchen hingemalt habt, klebt vor dem Strich ab. Ne? Das heißt jetzt nicht exakt auf den Strich drauf, das wäre blöd, weil wenn ihr dann später das Klebeband abziehen, dann ist das, dann sehen wir den Bleistiftstrich logischerweise noch. Und deswegen muss man so ein Millimeterchen vor dem Bleistiftstrich bleiben, ne? Dass wir den gleich überpinseln, ist ja logisch. Und da müssen wir unbedingt drauf achten. Ne? Weil es würde jetzt bei dem Material überhaupt keinen Sinn machen, das zum Beispiel auf eine Raufaser zu machen. Ne? Ist ja logisch, wenn du dann diese Whiteboard-Farbe drauf hast und du willst die Fläche reinigen. Ja, wie soll das denn funktionieren, wenn du so eine übelst bergige Struktur, sage ich jetzt mal, auf der Oberfläche hast? Das funktioniert alles nicht. Ne? Und umso besser kann man darauf auch nachher schreiben. Ne? Ist ja klar. Ja, man würde jetzt von der Oberflächenqualität von Q4 sprechen. Ne? Also es muss wirklich glatt sein. Umso glatter, umso besser. Der Untergrund ist jetzt vielleicht auch nicht tausendprozentig. Aber wir wollen das ja mal testen. Ne? Wir wollen ja mal schauen, wie sieht das dann im Endeffekt aus, wenn man vielleicht nicht ganz so guten Untergrund hat. Tja, Freunde, so sieht das jetzt aus. Hey, guck mal, das hat doch jetzt keine 15 Minuten gedauert. Jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach geilsten Teil. Denn, also man muss das jetzt mal so überlegen. Also die Whiteboard-Farbe ist ja eigentlich dafür da, um quasi eine Beschichtung zu erzeugen, auf der man schreiben kann. So, wir können aber, weil die durchsichtig ist, jeden erdenklichen Farbton jetzt nutzen. Theoretisch, ja. Ich habe mir auch erst gedacht, soll ich das vielleicht ein bisschen grau absetzen, ne? Dass man vielleicht sieht, dass hier eine Whiteboard-Wand ist. Weil ich habe mir so gedacht, ja, was ist denn, wenn du jetzt im Eifer des Gefechts so darüber streichst, ne? Da kann ja mal schnell passieren, du streichst, du schreibst und auf einmal, zack, sitzt du auf der richtigen Wand. Und das ist natürlich... Da kriegt man dann den Stift, auch wenn es Whiteboard-Stifte, Whiteboard-Marker sind, nicht mehr so gut ab. Dann ist der halt nicht ganz so produktiv. Und deswegen war ich erst stark am Zweifeln und habe mir gedacht, ich mache mir das ein bisschen farblich anders. Du könntest hier theoretisch schwarz nehmen, du könntest pink nehmen, wo immer du auch Bock drauf hättest. Aber ich habe dann gedacht, komm, weiß, unsichtbar, dezent, das ist für mich jetzt hier das Beste. Wenn wir so mit der leeren Walze noch mal drüber gehen, ne, ziehen wir uns da diese Strukturen raus. Also wir haben eine richtig glatte Oberfläche. Ja, zumindest relativ glatt. Ne? Man sieht das hier teilweise noch. Ne? Da steht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Farbe und das holen wir uns alles so runter. Dann gehe ich einmal so rüber. Einmal schräg. Das ist übergleichmäßig so.
weil es so schön war, fahre ich jetzt hier nochmal so runter. Ja, so ist das eine richtig gute Geschichte. Und wenn wir jetzt hier so schräg drüber schauen, so im Licht, dann sehen wir auch keine groben weißen Strukturen. Weil umso mehr Farbe du auf das kleine Mäuschen, also auf diese Walze, die ich hatte, drauf gibst, umso wahrscheinlicher ist es, dass du hier halt richtige Walzenspuren davon hast. Das siehst du direkt, wenn du zu viel Farbe nimmst. So, ich würde mal sagen, da können wir schon mal mit dem zweiten Schritt anfangen. Denn jetzt muss ich das Klebeband wieder abmachen. Also Problem ist, wenn wir es drauf lassen und wir gehen dann jetzt zum Beispiel mit der Whiteboard-Farbe drüber und ich ziehe das dann ab, dann kann es sein, dass wir hier so Ausreißer drin haben. Und dann sieht diese ganze Fläche so ausgefranst aus. Und ich denke, das ist nicht ganz so schön. Deswegen nehme ich das Klebeband erstmal ab. Dann sieht das wesentlich schöner nachher aus. Also haben wir viel, viel schönere Kanten dann später. Und man sieht das auch, ne? Es ist auch, obwohl wir es jetzt weiß gestrichen haben, grenzt es sich ab. Krass, ey. Ja, hier reicht es jetzt auch nicht, so ein paar Stunden zu warten. Sicherheitshalber würde ich sofort sagen, alles klar, Freunde, 12 Stunden am nächsten Tag nochmal drüber gehen, damit wir hier wirklich keine Feuchtigkeit drin haben. 2000 Jahre später. Ja, so Freunde, wenn wir das alles wieder schön abgeklebt haben, dann können wir endlich an die Whiteboard-Farbe gehen und muss ich euch mal zeigen. Das ist eigentlich ein riesiges Gewinde. Tada! Das testen wir heute und damit arbeiten wir. Das ist von Jaeger, ist die 1K Whiteboard Farbe. Also das ist nur ein Komponente, den man hat. Ne? Mehr ist es nicht. Man muss auch nicht zusammenrühren oder so, sondern nur diese Dose aufschütteln, einmal drauf, fertig. Das wollen wir heute testen. So. Mach's mal auf. Das ist definitiv eine interessante Konsistenz. Von der Geruchsbelastung her. Das erinnert mich irgendwie an Revell, Modellbau irgendwie. Ha, herrlich. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich mache mir da jetzt auch überhaupt keinen Stress. Wir haben eine kleine Fläche, 1,2 Quadratmeter sind das und wir können 3 machen. So, lass uns mal testen. Ich gehe erstmal vorsichtig, taste ich mich immer an der Ecke ran. Gucken wir das mal an. Oh ja. Uiuiui. Oh, schau mal hier den Auftrag. Das ist glänzend, ne? Das wird auch später glänzend sein. Also man braucht jetzt hier nicht denken, auch das wird jetzt vielleicht irgendwie matt oder so. Nee, nee. Das ist dann später schön glänzend. Es muss ja auch eine glatte Oberfläche sein, damit man logischerweise diese Whiteboard-Marke auch gut abwischen kann. Ne? Man hat ja nichts davon, wenn das jetzt eine raue, matte Oberfläche ist, ist der Reinigungseffekt ja logischerweise nicht mehr so gegeben wie bei einer glatten Oberfläche. Vor allem hier mache ich mir auch beim Auftrag keinen großen Stress. Ich gehe jetzt hier Stück für Stück ran, mache mir das hier bahnweise. Ich meine, man sieht ja relativ schnell, wenn man jetzt hier ein bisschen Streiflicht hat, läuft da irgendwas, sieht da irgendwas komisch aus. Und da muss man es halt beseitigen, ne? Ist ja klar. Wie gesagt, ich denke, das Geheimnis bei solchen Sachen, es ist wie bei jedem Lackieren, ne? Du musst immer darauf achten, dass du einen gleichmäßigen Auftrag hast, dass nichts läuft und dann bist du schon auf der sicheren Seite. Das ist in den meisten Fällen so. Und das ist natürlich hier nichts anderes. So, was ich jetzt mache, ich gehe noch mal ganz kurz im Kreuzgang hier drüber und ziehe noch mal so ab, dass wir wirklich gleichmäßig überall dieselbe Materialstärke haben. Das ist jetzt für mich ganz wichtig. Aber ich denke, hier brauchst du auch überhaupt keine Sorgen haben jetzt um Ansätze und so. Klar, wir haben jetzt hier eine weiße Oberfläche. Interessant wäre das jetzt auch mal zu testen bei einer dunklen. Jetzt müssen wir noch 24 Stunden warten, bis es weitergeht. Und dann können wir das erste Mal mit unseren Whiteboard-Markern drüber zeichnen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Tja, Freunde, wir haben jetzt 24 Stunden gewartet. So sieht das Ergebnis aus. Schön griffig und fest. Und natürlich, ne, wir haben es ja schon mal ausprobiert.
Klasse, es funktioniert definitiv und ich bin auch mal gespannt, wie das aussieht. Über längeren Zeitraum, was passiert denn, wenn man jetzt das Beschriebene länger drauf lässt? Ja, kann man das immer noch so gut reinigen und so weiter und so fort? Es gibt auch einen Spezialreiniger von Jäger extra für dieses Whiteboard-Konzept. Ja, und Reiniger ist ein gutes Stichwort, denn du kannst mit jedem haushaltsüblichen Reiniger hier drüber gehen. Ne? Ist natürlich klar, solltest nicht gucken, dass du irgendwas Hochätzendes hier drüber gehst. Das geht in die Hose. Das würde auch bei jeder anderen Oberfläche in die Hose gehen. Ich habe mir jetzt hier ein Whiteboard-Stift-Set von Coris geholt. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr jetzt so 0815-Hersteller benutzt, da testet das vorher mal an, ob das funktioniert. Weil Jäger sagt von vornherein, Freunde, wenn ihr diese Beschichtung benutzt, ganz wichtig, benutzt am besten den Edding 250 oder Legamaster TZ100, weil da ist das getestet worden mit. Ne? Also das verträgt sich super. Es kann nicht sein, wenn du irgendein No-Name-Zeug benutzt, dass das sich nicht richtig ablöst, ne? Oder dass das nicht richtig weggeht und so weiter und so fort. Und hier habe ich mal, wie gesagt, dieses Set hier geholt. Ja, und schon ist der Penis weg, ne? Ich meine die Rakete natürlich, ne? Ja, eure Meinung würde mich auch brennend interessieren. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen, ne? Support ist kein Wort. Ja, und wenn ihr meinen Kanal auch noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun, kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ganz wichtig, exakt Glocke aktivieren, denn nur dann wirst du benachrichtigt, wenn neuer Content rauskommt. Ich bedanke mich für dir fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!